Prost, die Damen. Prost. 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 Randa. Prost, Horst. Okay. Und willkommen beim Bierdacher Podcast ca. 221. Wir schreiben ca. den 8.9.2015. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung aller unserer Sponsoren, namentlich wukonic.com und Ayuvo und Bernd Schlapsi, unsere beiden super Flatterer. Okay, damit eröffne ich den Podcast mit der rituellen Frage: Habt ihr irgendetwas erlebt oder ein Thema, über das ihr gerne reden möchtet? Wunderbar. Ich war letzte Woche im Kino, habe einen recht netten Film mit ganz, ganz vielen Hunden drin gesehen. Darüber könnte ich was reden. Ja, der Hopp, der gerade auch kommt, den habe ich mitgebracht. Und ich habe uns gedacht, wir sind dir noch eine Geschichte schuldig. Hallo Hopp. Hallo. Prost. Prost, okay. Und ich war auf einer Konferenz zum Thema Knoppix und im Kino war ich auch und ich habe ein Zamspielen-Event gesehen. Davon kann ich auch berichten. Ich habe meinen Schummelzettel daheim vergessen, aber ich habe... Hast du Tech-Themen? Ein Tech-Thema über das Ende von DDWRT und das andere war... Fällt mir noch ein. Okay. Dann, dann würde ich sagen, ich fange schnell an, dass wir die Tech-Themen hinter uns haben und dann gehen wir zu den Lifestyle-Themen und Filmen. Ich habe auch im Kino gesehen Tale of Tales. Okay. Ja, und der Gregor ist heute nicht dabei, der ist auf Urlaub und kommt erst nächste Woche. Ich entschuldige mich schon im Voraus für die wahrscheinlich schlechtere Soundqualität. Prost. Gut. Irgendwer was ganz Dringendes, was er loswerden will? Nein. Nichts. Okay. Dann zum Thema Knoppix-Konferenz in Weiz war die Knoppix-Konferenz. Ich war mit Sven Guckes dort. Und habe mit ihm im selben Raum geschlafen, mehrere Nächte lang, was extrem cool ist, weil er sagt so Sachen wie: Verdammt, die Nadel ist stumpf, ich krieg sie nicht ins Fleisch und so. Also er muss spritzen wegen Diabetes. Und außerdem tut er immer bis 4 Uhr nachts laut Computern, also online sein, checken. Also das ist extrem lustig mit ihm. Und sonst, was ist da passiert? Das war eine Lehrerfortbildung in Weiz, die letzte, die von Helmut Peer organisiert wurde, offiziell vom Unterrichtsministerium bezahlt. Und Klaus Knopper himself, der Erfinder von Knoppix Linux-Distribution, war dort und hat halt Sachen hergezeigt, die man mit der neuesten Knoppix-Version machen kann. Und unter anderem gab es CAD-Vorführungen und auch andere Themen wurden halt vorgetragen von den einzelnen Leuten. Ich kann vielleicht die nächste Woche dann noch mehr erzählen, wenn ich am gescheiten Blog-Eintrag drüber geschrieben habe. Nur das, wie soll ich sagen, das Traurige ist, dass dort waren halt die Linux-interessierten Lehrer von Österreich und die haben alle in ein Zimmer gepasst. Also das waren nicht sehr viele. Und ich habe sie zum Teil auch schon gekannt von meiner letzten Veranstaltung. Es ist relativ wenig Dynamik dort. Ja, aber man muss auch sagen, es ist kein Linux-Tag, sondern eine Lehrerfortbildung. Sehr schön war, dass ein 16-jähriger Schüler hat den ganzen versammelten Lehrern erklärt, wie Blender funktioniert und die haben halt, waren halt leicht überfordert. Und dann hat er sich zuerst entschuldigt, dass er hat ganz cool einen Rubik-Würfel gezeigt mit einem Python-Skript, was den Rubik-Würfel beliebig verdreht in Blender. Und dann auch, was man das Skript kann man auch auf mehrere Rubik-Würfel heften, die sich dann parallel verdrehen lassen. Und dann hat er uns halt hergezeigt und der Saal ist immer leiser geworden und immer stiller und immer Und dann hat er gesagt, na gut, jetzt machen wir alle was zusammen und hat dann praktisch so einen Namens-, einen Schlüsselanhänger mit allen designt, der dann auf einem 3D-Printer ausgedruckt werden sollte. Und hat halt sozusagen spontan oder sehr schnell einen Blender-Schnell-Crashkurs hingelegt. Und das war halt sehr lustig, die Teilnehmenden waren im Großschnitt so über 40 Jahre alt und der war halt 16. Und hat immer gesagt, so, ja, also könnt ihr noch alle mit, also das ist jetzt sehr leicht, das müsst ihr jetzt eigentlich zusammenbringen und ja, also einfach aufzeigen, wenn wer Probleme hat, ja, ich komme dann zu euch, wer braucht noch Hilfe? Und dann der Höhepunkt war, das ist zu kompliziert, das erkläre ich euch jetzt nicht, das glaubt mir einfach. Hat mir extrem gefallen, weil ein Schüler von Helmut Peer war es einfach
ich finde auch ein Resultat seines Unterrichts ist oder so, wie er die Schule ausgebaut hat, die halt sehr EDV-lastig ist, wo die Erstklässler schon mit E-Mails ihre Hausaufgaben kriegen, wo sie einen Tippkurs machen, gleich in der ersten Klasse, wenn sie reinkommen und von früh auf halt trainiert werden, einen PC auch zu verwenden und nicht als exotischen Gegenstand, wo man halt kurz hingeht, sondern es ist sozusagen in den Schulablauf integriert. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass da halt regelmäßig gute Leute rauskommen aus der Schule. Was waren das für Lehrer dort spezifisch? Aus allen möglichen, also HTL, Handelsschule, Gymnasium. Nein, aber ich meine jetzt bei dem Vortrag über Blender, waren das Informatiklehrer oder Allgemeinlehrer? Die Lehrer haben meistens, haben zumindest ein Informatikinteresse gehabt, die dort waren. Okay. Und die meisten haben, glaube ich, auch irgendwie Informatik unterrichtet, aber nicht ausschließlich. Mhm. Es waren einfach Linux-interessierte Lehrer. Ich meine, Blender ist immer noch groß genug und kompliziert genug und 3D genug, als dass man davor anstehen kann, wenn man nicht wirklich sich mit sowas beschäftigt. Also ich kenne mich ein bisschen mit Blender aus, aber habe auch die Angst, 16. Mit Blender werden ja auch abendfüllende Filme erstellt. Genau. Ja, so viel dazu. Ich bin dabei, einen Blogbericht zu schreiben und was wir angucken, das hat ein Titan-Bug geschrieben, also wo man die ganzen Links von dem Vortrag und von den Vorträgen alle nachlesen kann. Mehr wahrscheinlich in nächste Woche, im nächsten Bierdacher-Podcast. Yippie. Okay. Jemand von euch noch Technik-Thema? Ja, vorige Woche ist auf Heise ein Artikel veröffentlicht worden über, keine Ahnung, reißerische Headline, Angriff auf freie Software und WLAN oder sowas. Ja. Ich habe jetzt leider meinen Schummelzettel nicht mit, aber es geht ungefähr grob darum. Du bist Flugmodus? Ich bin Flugmodus. Sind wir nicht alle Flugmodus? Wir sind alle Flugmodus. Es geht ungefähr darum, dass die FCC und das Europäische Parlament oder wer auch immer da zuständig ist, Gesetze erlassen wollen bzw. Direktiven herausgeben, die es untersagen, dass man beliebige Software auf funktaugliche Geräte spielen kann. Nämlich, dass Hersteller von zum Beispiel WLAN Access Points oder anderen Dingen, die funken, dafür sorgen müssen, dass jegliche Software, die man auf das Gerät aufspielen kann, die Compliance auch garantiert von dem Ding. Und zwar Compliance mit diversen Funk technischen Gesetzen, die es da gibt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wäre das, dass man nicht außerhalb des zugelassenen Frequenzbandes senden kann oder nicht mit mehr als einer bestimmten Leistung senden darf und ähnliche Dinge. Da hat es jetzt ein großes Geschrei gegeben. Ich würde jetzt noch nicht unbedingt Panik kriegen, weil ja erstens einmal in Europa ist da erst eine Direktive heraus, die zwar schon relativ gar in Kraft treten soll mit Juni nächsten Jahres, aber es ist nur eine Direktive, das heißt, die muss in den Ländern noch umgesetzt werden. Teilweise ist die schon umgesetzt, in Portugal zum Beispiel gibt es das Gesetz schon seit Jahren, zumindest was die 5 GHz Geräte anbelangt, also genau, WLAN-Hotspots. Die FCC hat, also in dem Artikel geht es spezifisch darum, dass die FCC das jetzt durchsetzen will, für alle Geräte, wobei in den USA und in Kanada gilt das schon länger, auch für die 5 GHz Sachen. Ja, dann gibt es sowas wie in der Präambel zu der europäischen Direktive steht drinnen, dass dieses Gesetz nicht dazu missbraucht werden soll, alternative Anbieter zu unterdrücken. Teilweise ist die Direktive auch relativ wischiwaschi formuliert, also ob die jetzt wirklich durchgeht und so weiter und so fort. Wo hast du das Ganze gefunden? Auf Heise? Oder? Ursprünglich, genau. Also wer davon gehört hat, hat wahrscheinlich eh von dem Heise-Artikel gehört. Wie gesagt, der war ziemlich reißerisch und hat da ziemlichen Aufruhr verursacht. Sonst, glaube ich, habe ich öffentlich nicht viel drüber gesehen. Ich habe ein bisschen was mitgekriegt über die Open Spectrum Initiative. Das ist so eine Vereinigung, die sich mit Mesh-Netzwerken und ähnlichen Dingen beschäftigt und die da Lobbying betreibt in Europa. Wird verlinkt in den Shownotes, Heise-Artikel. Ich werde zumindest einmal den oder die Heise-Artikel verlinken und dann mal schauen, ob ich vielleicht noch irgendwo... Du nimmst das noch nicht so ernst. Naja, sicher nehme ich es ernst, weil das Potenzial für unerwünschte negative Folgen schon recht groß ist.
Aber auf der anderen Seite ist es momentan schwierig zu sagen, wer eigentlich dahinter steht, das zu machen, weil die Hersteller werden es nicht sein, die Geheimdienste werden es nicht sein. Ich meine, die wären blöd. Ich meine, man könnte jetzt das natürlich so auslegen, wenn man verhindert, dass wenn sich irgendein End-User einen WLAN-Hotspot kauft und den dann nicht mehr patchen darf, weil das vom Gesetz verboten ist, dann ist er natürlich nach einer gewissen Zeit, ist dort die Software obsolet, dann hat wahrscheinlich Sicherheitslöcher und damit würden wir dann in Zukunft viele Hotspots mit Sicherheitslöchern herumstehen haben. Bla bla bla, wir wissen alle, wie das ausschaut. Und dafür, und das Argument geht, und davon würden die Geheimdienste profitieren. Nur, wie gesagt, wenn die Geheimdienste sowas haben wollten, dann wäre das zu offensichtlich und dann würden sie das wahrscheinlich auf einem anderen Weg irgendwie durchbringen. Man wird sehen, was da ist. Das auf jeden Fall, ja. Naja, ich glaube eher, es geht nicht so sehr darum, dass keine Sicherheitsupdates dann eingespielt werden, sondern dass eventuell vielleicht Backdoors oder sowas eingebaut werden, eher vielleicht in die Richtung, dass die User die dann nicht wieder ausbauen können. Naja. Wie wird das Gesetz damit zusammenspielen? Naja, wenn man die Software nicht aktualisieren darf oder nicht austauschen darf gegen eine Software wie OpenWRT oder ähnliches, die einem, in die man Einblick hat, sondern eben das nur als Binärcode quasi auf dem Gerät drauf ist, das du nicht auslesen kannst, kann das jegliche Art von Software drauf sein. Also ich glaube eher, also aber die Gefahr sehe ich eher nicht im Nicht-Firmware-Updates, weil die können genauso wieder abgesegnet werden und dementsprechend ausgetauscht werden. Weil es geht ja darum, ums Abnicken quasi, dass das, was Bestätigtes ist, das draufläuft. Aber der Punkt ist eben, ich meine, klar, ist eine Gefahr, nur wie spielt das mit dem Gesetz zusammen? Weil der Punkt ist eben, dass das alle Software zertifiziert werden muss. Das heißt, auch die erste, die mit dem Backdoor, müsste zertifiziert werden, das von einer öffentlichen Stelle, weil das Ganze ja offiziell und in einem Gesetz und so weiter und so fort ist. Damit müssten die Geheimdienste zu einer Zertifizierungsstelle gehen und das Geheimhalten dort oder halt riskieren, dass es veröffentlicht wird und so weiter und so fort. Also wo haben da die Geheimdienste wieder was davon? Wenn die Zertifizierungsstellen dementsprechend öffentlich sind, dann ist es auf eine gewisse Art und Weise abgeschwächt. Man weiß es halt nicht. Ich persönlich habe den Eindruck, dass das halt irgendwie ungeschickt ist, dass irgendwer da einen Bedarfsfall gesehen hat, den es nicht wirklich gibt und sich die Konsequenzen nicht überlegt hat. Alles, was ich sagen will, ist die ganze Schreierei einmal nicht ganz so mitmachen und stattdessen sich darauf konzentrieren, was eigentlich wirklich die Interessen sind, weil was ich mitgekriegt habe, und da haben sich klügere Köpfe, als ich den Kopf drüber zu brauchen, wissen wir das noch nicht und vielleicht herausfinden, gegen wen wir eigentlich wirklich agieren müssen. Naja, vielleicht treibt es uns alle in die Richtung, die Freifunklizenz zu machen und das dann alles legal machen zu dürfen. Ja, es ist, naja, das, das ist ja auch wiederum. Auf der einen Seite wäre prinzipiell, keine Ahnung, irgendein Ham-Radio-Gerät, das mit Software funktioniert, genauso davon betroffen. Auf der anderen Seite gibt es wieder Ausnahmeklauseln, was Software und Hardware betrifft, die nicht gewinnorientiert hergestellt und vertrieben werden oder wie auch immer das dann genau ist. Also es ist wirr und komisch. Bevor sich die Barbara zu Tode langweilt. Ja, nein, das ist eh alles, was dazu zu sagen gibt. Fällt es nicht auf jeden Hype rein, auch wenn es mit der Welt bergab geht. Okay. Ich würde sagen, machen wir immer noch welche Themas haben, machen wir das später, oder hat jemand noch ein dringendes? Sonst wollen wir so recht viele. Ich kann einen ganz kurzen, ich habe nur zwei Punkte gehabt. Alternativlos, der Podcast von Fefe und Frank Rieger, ist vorige Woche wieder online gegangen, nach einer längeren Pause. Und du hast schon gehört? Ich habe ihn gehört, ist ganz okay. Bin nicht so unbedingt der größte Fan von dem Podcast, weil sie sich gegenseitig nicht ausreden lassen. Aber ja, passt zum Thema. Alles geht bergab, weil das Thema vom letzten Podcast ist irgendwie. So Depro-Podcast? Ja. Ausschließlich. Der Zustand der Welt oder so. Also sie reden über ISIS, über die Ukraine, über alle Themen, die momentan so. Die Welt ist schlecht und wir reden darüber. Ja, genau. Aber durchaus anhörenswert. Okay. Jetzt wäre es sicherlich Podcast-Empfehlungen.
Podcast an? Nein. Du hörst nicht Podcasts? Nein. Ich habe noch nicht damit begonnen. Ah, da gibt es Biertaucher.at. Ja, über den bin ich letztens schon mal gestolpert. Da habe ich eine bekannte Stimme gehört. Ah, ja. Na, ja, ich habe was Nettes, was so nur halbtechmäßig ist. Ich war am Sonntag bei Zammspielen am Karlsplatz. Zammspielen ist die österreichische Game-Dev-Szene, trifft sich, um gemeinsam Computer zu spielen. Da haben sie in so einem Container im Wesselpark Computerspiele aufgebaut, unter anderem eins von Thomas Perl. Das war recht schön, das hieß Edgar Rice Survey und da sind lauter Playstation-Controller von der Decke gebaumelt. Und die haben so eine kleine Glühkugel drin, die war, also eine Lichtkugel mit einem farbigen LED, das man programmieren kann. Das Spielidee bestand darin, dass vier Leute auf einer Plattform stehen, wo halt so circa 20 solche Controller runterhängen. Und jeder Spieler kriegt eine Farbe und muss dann immer ständig zwei gleichfarbige Controller in der Hand halten und drücken. Also wenn du der rote Spieler bist, musst du zwei Controller finden, die gerade rot leuchten und die drücken. Das Gemeine ist, dass die langsam die Farben wechseln. Das heißt, du musst immer deine eigenen Controller anschauen, ob einer blasser wird und dabei ist die Farbe zu wechseln, dann den wegtun und schnell einen anderen finden in deiner Farbe. Und wenn du dann weniger als einen in deiner Farbe hast, hast du verloren. Und der letzte Spieler, der sozusagen das schafft, noch zwei gleichfarbige zu haben, hat gewonnen. Es gibt einen Blog-Eintrag von mir auf spielenprogrammieren.de Blog und ein schönes YouTube-Video. Und es war ein recht nettes Spiel, also so Social Games. Sich physikalisch trifft und nicht übers LAN spielt, sondern gemeinsam Computer spielt. Klingt ein wenig wie Twister auf Hightech. Nein, also sehr, sehr Twister-mäßig, vor allem weil sich die Leute so verknotet haben und diese baumelnden Controller auch. Und dann, also es hat so durchaus so etwas Tanzbewegungsförmiges gehabt. Anderes Spiel, was dort war, war Line Wobbler. Das war so eine riesige LED-Linie mit LED-Lichtern. Und man hat sozusagen mit einem Analog-Joystick ein Licht gesteuert und damit andere Lichter bekämpfen können. Also praktisch ein eindimensionales Spiel, hat aber extrem schöne Farb-LED-Explosionseffekte gehabt. Alles, ja, einfach Line-Wobbler. Dieser Line-Wobbler ist eh auch schon die längste Zeit auf Tournee quasi, den habe ich schon öfter wo auftauchen sehen. Der ist wirklich schön. Also und das ist jetzt irgendwie gerade modern und ich finde das ziemlich cool. Das sind so, wie soll man sagen, spielspezifische Controller, die irgendwie... Ist von einem Arduino. Also ja, genau. Ist natürlich nicht so breitenwirksam ausrollbar wie ein diverser Joystick oder ein diverses Gamepad oder so, aber die Spiele, die man damit machen kann, sind sehr interessant. Da gibt es ja auch dieses Spiel mit den Hundehintern, wo die Controller irgendwie so... Nein, glaube ich nicht. Das Schwanz vom Hund, oder? Na, das ist ein Stückchen weiter unten. Ein paar Zentimeter weiter unter dem Hund. Musst du schnüffeln? Ja, nein, musst du nicht. Musst du irgendwie bewegen oder drücken. Oder keine Ahnung. Das ist ein Vector-Dog-Spiel. Oder? Ja, sowas in der Richtung. Mhm. Und dann ganzer Haufen andere dieser Dinge. Aber das, ja mit Arduino und 3D-Drucken und so, da tut sich viel momentan. Ziemlich spannend. Ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, wenn man im Raum Wien ist, nach Zammspielen suchen. Die haben einen Tumblr und eine Facebook-Seite und ab und zu organisieren sie halt so Events, wo man hingeht und dann halt sich neue, seltsame Computerspiele anschaut. Kurze Einführung, also Interview mit Josef, 7. 9. circa, über Zammspielen am Resipark. Mhm. Okay. Hallo Josef. Hallo. Kannst du erzählen, wie du das gemacht hast oder was der tiefere Zweck dieser Versammlung ist? Bei Zammspielen geht es darum, dass sie einfach Leute treffen, um gemeinsam Computerspiele zu spielen, die halt einen besonderen Wert haben. Es geht viel um so soziale Interaktion, um so einen Rahmen zu schaffen, wo sich Leute, die sonst irgendwie halt nicht zusammenkommen, halt irgendwie miteinander verrenken und gemeinsam Spaß haben irgendwie. Aber es geht viel um diese Spielen als soziale Interaktion. Mhm. Das war ja früher im Museumsquartier beim Jogi in der Nähe, die Veranstaltung. Es gibt verschiedene, genau. Also okay. es gibt verschiedene. Wir haben zwei Sparten. Das eine ist das rein digitale Zusammenspielen. Ja. Das ist immer an wechselnden Orten. Okay. Und dann gibt es noch Kunst und zum Spielen. Das ist mit der Eselrezeption gemeinsam im Museumsquartier in der Electric Avenue. Okay. Genau. Und das sind die zwei großen Sparten. Okay. Und dass ihr jetzt im Wrestlepark seid, ist das erstmalig? Oder? Nein, im Wrestlepark sind wir zum... Also eigentlich wären wir zum dritten Mal da, nur beim letzten Mal war große Pegida-Demo, da haben wir dann spontan umziehen müssen. Also heute zum zweiten Mal praktisch. Und wahrscheinlich zum letzten Mal, weil sie bald umziehen müssen.
Das Publikum, ist das sehr Game-Developer-lastig oder hast du dann einen Blick, wer sozusagen in Sachsen kommt? Also es sind schon einige Spieleentwickler, aber ich glaube, es sind vor allem einfach Spielbegeisterte, also die einfach gern Computerspiele spielen. Entwickeln da nicht alle, aber man sieht schon immer sehr viele Spieleentwickler-Gesichter, die man so kennt. Und dann, was ich jetzt gesehen habe, die Spiele waren jetzt nicht typische handelsübliche Spiele, sondern eher richtig experimentelle Sachen, wenn ich das richtig kapiert habe. Ja. Habt ihr die selber programmiert zum Teil? Nein. Also verschieden. Es ist so, heute ist ja auch so Chesto Launch Party, Chesto at the Checkout. Dieses Spiel ist ich und Felix Bohatsch von den Broken Rules gemeinsam gemacht. Mit den vier. Das Supermarktkassenspiel ist das, das rechts neben der Bar steht. Genau. Musst du dann vielleicht noch anschauen. Genau, aber prinzipiell haben wir einen Fokus halt auf Local Multiplayer Spiele. Ja. Genau, und wir versuchen ja immer unreleased Spiele zu kriegen. Also Spiele, die noch nicht draußen sind, okay, oder die halt ein bisschen so Ausstellungscharakter haben, die man nur in so einem Setup überhaupt spielen kann, die man daheim halt nicht aufbauen kann. Genau, so wie Edgar Reiss-Soré, genau. Oder heute auch der Line Warbler, dieser eindimensionale Dungeon Crawler. Genau. Ja. Seid ihr ein Verein oder kommt wir sind eigentlich ein Verein, genau, und bestehen halt aus den Broken Rules. Matthias Mehnrad und mir, Josef Wiesner. Genau. Okay. Habt ihr eine Homepage rein für das Zusammenspielen? Ja, zusammenspielen.tumblr.com. Okay, wenn man euch einladen will, seid ihr auch außerhalb Wiens ausbaubar sozusagen? Das kommt sich drauf an. Es ist immer so, also das kommt sich auf den Aufwand an. Also es ist schon immer extremst aufwendig und da muss man halt schauen, ob sie das einfach rechnet. Ja, okay. Also es hat ja niemand von uns ein Auto, es ist ein bisschen. Okay. Müssen wir dann immer alles zusammen borgen und zusammenschnorren, eben Auto auch. Und dann geht's schon irgendwie, aber. Also prinzipiell kam. Ja, genau. Okay. Aber bis jetzt waren wir immer in Wien eigentlich. Wenn ich richtig verstehe, gibt es nie Eintritt verlangt, also dass man nein. Da ist gerade so ein Konzept dazu. Genau, es ist gratis Eintritt und es ist auch immer, die Getränke sind immer pay as you want. Genau, es soll so niederschwellig sein wie nur möglich. Soll niemanden ausschließen. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Seit fünf Jahren. Wir haben im Mai unser fünfjähriges Jubiläum gefeiert. Das ist zum Spielen Nummer 10 und Kunst und zum Spielen ist auch vor kurzem zum 10. Mal gewesen. Und ihr wollt es auch weitermachen? Das ist eine schöne Tradition. Genau, es ist unregelmäßig, also es findet jetzt nicht in gewissen Abständen statt, aber es wird auf jeden Fall weiter passieren. Was war dein schönstes oder bemerkenswertestes Erlebnis von dem im Zuge des Zusammenspielens, was du jetzt schon mehrmals gemacht hast? Ich glaube, dass die schönen Spiele immer die sind, die extremst zugänglich sind, die halt auch Leute irgendwie inkludieren, die sonst keine Spiele spielen würden. Das sind meistens Spiele, die keine Budget mehr brauchen und irgendwie so den Realraum eigentlich nur mit der digitalen Ebene überlagern. Sowas eben wie Johann Sebastian Joust oder wie heute Edgar Reiss-Soré. Also so Move-Controller-Sachen funktionieren in dem Zusammenhang extrem gut. Und da kommen halt dann einfach Leute vorbei, bleiben stehen, man drückt ihnen einfach mal den Controller in die Hand, erklärt es ihnen kurz und die finden das dann genauso lustig. Ist oft halt leichter wie ein komplizierter Controller, wo du halt mit 10 verschiedenen Tasten irgendwas machen musst. Habt ihr auch Reihenspiele ohne Computer? Also bei Kunst und zum Spielen ist es immer eine Mischung aus analogen Brettspielen und digitalen Computerspielen. Hier ist jetzt aber eher, haben eigentlich alle digitale. Heute ist es reines digitales Zusammenspielen, genau. Okay. Wie habt ihr den hohen Frauenanteil zusammengebracht? Den hohen Frauenanteil, der kommt von selber. Der kommt von selber. Der kommt von selber. Wieso, weiß ich nicht. Ja. Und es ist wunderschön, dass es so ist, aber wir machen nichts speziell dafür. Okay. Ja, super, vielen Dank. Ja, bitte, voll gern. Fisch. Ich war im Filmcasino im Kino. Yeah. Und habe mir den Film Underdog angeschaut. Wobei den Originaltitel kann ich jetzt nicht aussprechen, weil der Film ist ungarisch. Es ist ein ungarischer Film. Und der Film hat es geschafft, den Weltrekord aufzustellen in Anzahl der Hunde, die im Film mitwirkende Hunde. 274 habe ich jetzt vorher gerade gelesen auf der IMDb. Du kannst dich trotzdem noch an den Hauptdarstellerhund erinnern? Oder? Ja, von dem hat es sogar zwei gegeben. Also zumindest, also es hat zwei gegeben, weil der halt dementsprechend intensiv eingesetzt war und da natürlich auch tierschutzrechtliche Bedenken dahinter waren, oder auch weil er verschiedene Handlungen natürlich machen hat müssen und von daher, es fängt irgendwie an, dass ein Mann in einer Schlachterei irgendwie das Vieh abnimmt, ob das jetzt für Menschen zum Essen geeignet ist. Die Szene im Schlachthof ist etwas, ja, grauslich. Sehr
detailliert, also irgendwie ziemlich ungeschönt. Aber er geht dann hinaus und bekommt dort seine Tochter übergeben, weil die Mutter von seiner Tochter, von der er sich getrennt hat, fährt mit ihrem Freund auf irgendeine Konferenz für mehrere Monate und seine Tochter lebt halt jetzt dann bei ihm und die hat einen Hund. Und es, hat den Hund, er oder die nein, Tochter? Die Tochter. Die Tochter hat den Hund. Mhm. Und er ist ja ursprünglich eigentlich strikt dagegen und es kommt im Film irgendwie so heraus, Mischlingshund und Mischlingshunde sind speziell kostenpflichtig dort. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in Ungarn tatsächlich so ist, aber zumindest in der Handlung vom Film war es so, dass nur reinrassige Hunde in dem Sinn gestattet sind und dass man für Mischlingshunde irgendwie zahlen muss. Und ja, die Nachbarin sieht sie, wie sie reinkommt und ruft dann natürlich einen Kontrolleur und hin und her und der Vater ist sowieso strikt dagegen, der Hund halt die ganze Nacht. Es geht halt dann so weit, dass er den Hund irgendwie aussetzt und der Hund dann von jemand anderem gefunden wird und speziell abgerichtet wird. Ich will nicht so viel über die Handlung verraten, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass eben doch relativ viele Hunde dann gleichzeitig in der Stadt unterwegs sind. Und die Schlussszene, die man auch auf den Plakaten sieht, wo dann die Tochter mit den ganzen anderen Hunden irgendwie am Boden liegt, ist irgendwie schon ziemlich interessant. Aber es ist streckenweise von der Handlung schon ein bisschen irgendwie, birgt schon im Hinterkopf irgendwie ein bisschen dieses Hollywood-Happy-End-Bla-Zeugs, weil natürlich durchs... Ja, jein, weil gerade die Szenen im Schlachthof und durch die Art und Weise, also der Hund wird dann irgendwie zu einem, so einem Kampfhund irgendwie abgerichtet und die machen dann Hundekämpfe und es ist alles ziemlich blutig und ziemlich ungeschönt. Aber es ist durchaus irgendwie ein recht interessanter Film aufgrund der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, weil wenn das in Hollywood gedreht worden wäre, wären das sicher nicht 274 Hunde drin vorgekommen, sondern digital, dementsprechend alles digital. Ja, und das waren echte Hunde. Ja, und es gibt dann auf YouTube auch ein relativ interessantes Making-of, wo man sieht, wie sie die Hunde dementsprechend... ich glaube, es läuft, der englische Titel ist White God, warum auch immer, aber unter dem findet man es dann, also nicht nur den Trailer, sondern eben auch das Making-of. Also ist der Film seine 7 Euro wert oder was meinst du? Ja. Wolltest du nicht dein Geld zurück? Nein, okay. Auf keinen Fall. Der englische Titel ist White God und der deutsche Titel ist Underdog? Ja, okay. Das ist doch eh ein Klassiker. Ich wollte nur... Es ist sehr häufig, dass die deutschen Titel englisch sind, aber anders aber nicht, als die englischen. Ja. Nein, ich wollte dass der deutsche Titel sein. Nicht ist, hör mal, wer da bellt. Aber White God erinnert irgendwie an, also God wie Dog und White Dog wie White Fang. Vielleicht ist da irgendein Zusammenhang. Ich weiß nicht, das sagt mir nichts. Ist White Fang? Ruf der Wildnis, glaube ich. Ein Buch von... Haben wir doch alle gelesen in der Schule. Nein. Ganz offenbar nicht. Klassisches englisches... Ja, dieser weiße Hund. Ja, ja. Der Alaska, so. Ja, genau. Ja, ja. Das heißt aber nicht... Das heißt irgendwie anders. Aber ich weiß auch nicht. Naja, ja, ich glaube, das heißt White Fang. Haben wir gelesen. Ja, haben wir gelesen. Na, auf Deutsch heißt, hör mal, wer da heult. Ganz sicher. Nein. Also im Filmcasino im Spittelberg spielt es in Original mit deutschen Untertiteln. Mit deutschen Untertiteln. Genau. Okay. Also du gibst eine durchaus Empfehlung ab. Flasche hoch. Flasche hoch. Okay. Film oder was? Nein. Nein. Vielleicht zu einem Überraschungsthema.
Zuerst nur noch eine kleine Filmwarnung von mir. Ich habe mir Tale of Tales angeschaut. Das ist ein Märchenfilm von einem italienischen Brüder Grimm-Vorfall sozusagen. Und da wurden sozusagen mehrere Märchen in einem sehr bildgewaltigen Film vermanscht. War jugendfrei ab 16, sind ein paar Sexszenen drinnen. Und ich muss sagen, also man kann sich schon anschauen, es gibt sehr viel zu sehen, auch schön gemacht und Effekten und alles, aber insgesamt ist das eher sehr derb und auch ein bisschen traurig. Also es ist nicht so der happy-baby-lustige Märchenfilm oder Disney-erbaulich, sondern ja. Wie wenn man alte Märchen liest, die haben ja auch meistens eine ziemlich genau. Gute Moral. Und ich habe auch schon von dem Film gehört. Ja. Das, teilweise erkennt man auch Sachen wieder, die Grimms dann später aufgezeichnet haben, weil ja viele Märchen über ganz Europa verbreitet waren. Man kennt überhaupt sehr viele, wie soll ich sagen, so Lego-Bausteine von diversen Erzählungen. Das ist ja bei ein paar Game of Thrones-Szenen erkannt. Die scheinen sich auch alle aus demselben Mythenschatz bedienen. Ja. Aber das ist so ist es halt mit den hauptsächlich mit den Grimmschen Märchen oder dem, was die halt aufgezeichnet haben. Das ist alles sehr düster und dunkel. Und ich glaube, was man ein bisschen raus hat, dass halt der Humor im Mittelalter und überhaupt die Lebensumstände ein bisschen derber waren. Naja, klar. Falschen Schritt machen und tot sein. Wenn da jemand blöd ist, dann benimmt er sich wirklich blöd. Ja. Also wie gesagt, nicht besonders lustig der Film, aber sehen. Also schauenswert. Es gibt viel zum Schauen. Und damit bin ich aus Themen. Hat jemand von euch vielleicht noch irgendein Thema? Was könnten wir da noch nehmen? Dann frage ich, gibt es außer den zwei Zuständen Single sein oder in einer Beziehung leben für euch noch was anderes? Ja. Und zwar? Ich bin vor 3 Jahren über den Begriff Polyamorie gestolpert. Okay. Der beschreibt, dass Menschen fähig sind, mehrere Personen auf romantische Art und Weise gleichzeitig zu lieben. Üblicherweise ist ja der Ansatz, dass man... Das verwechselst du jetzt nicht mit Entscheidungsschwäche, oder? Nein. Ich entscheide mich bewusst dafür, dass ich es schaffe, mehrere Menschen... Bewusst unentschieden. Das ist ja nicht unentschieden. Okay. Du entscheidest dich ja nur für mehrere Menschen. Das heißt ja nicht, also es sagt ja niemand, dass du dich zwangsweise zwischen Menschen entscheiden musst. Weil dieses Entscheiden zwischen Menschen ist irgendwie ein Ausspielen von einer Person gegen eine andere. Und sag das mal so, ist. Gesetzt, du hättest 2 Kinder. Ja. Und du würdest sie beide mehr oder minder gleich lieben. Mhm. Also sagen wir, der eine hat nicht gerade das Kinderzimmer angezündet oder die andere ist nicht gerade eine Nacht lang weggeblieben, ohne sich zu melden. Also ich muss keine Bestrafungs... Gehen wir vom allgemeinen Fall aus. Okay, ja. Heißt das dann, du bist unentschieden zwischen deinen Kindern? Natürlich nicht, aber die Kinder... Naja, aber... Natürlich wollen das... Magst du mich mehr als den oder so? Das ist ja egal, aber prinzipiell du für dich, wenn sie dich nicht genau natürlich, ich mag euch alle beide gleich Kinder. Genau. Und warum sollte das bei anderen Menschen, die nicht deine Kinder sind, also hättest du das, hättest du aus dir heraus das Bedürfnis, dich zu entscheiden zwischen zwei? Ja, zwischen den eigenen Kindern nicht. Ne? Das siehst du. Wieso solltest du dich dann zwischen anderen Personen entscheiden müssen? Du hast ja auch nicht das Bedürfnis, dich, also du hast ja auch, du kannst ja auch mehrere Freundschaften pflegen, ohne dass du sie in irgendeiner Weise reihen musst. Und wieso sollte das ausgerechnet mit Liebe nicht funktionieren? Dass du, also es muss ja nicht zwangsweise eine Reihenfolge geben. Schon, das ist ja etwas. Schwingt da nicht mit, dass ihr sozusagen diesen ganzen Exklusivitätsanspruch, der halt so gesellschaftlich tradiert ist, durch Heiraten und monogam sein und so, dass ihr den sozusagen zertrümmert durch euren Liberalismus? Der zertrümmert sich doch selbst, wenn man sich die Scheidungsraten der letzten Jahre anschaut. Und das ist ja seriell monogam. Nein. Nicht offiziell, aber sie tun's. Also wenn du dir anschaust, dass es aus den 50er oder 60er Jahren eine Studie gibt, die besagt, die damals schon relativ war groß angelegt, hat also da kam, ich kann es jetzt ehrlich nicht genau sagen, aber da ging's darum, da kam irgendwie raus, dass mehr als 50% aller offiziell monogamen Beziehungen das nicht sind, weil zumindest einer der beiden Partner betrügt und da kannst du ja nicht wirklich von monogam sprechen. Ja? Also das ist ja dann nur das, was ich vorgebe zu sein.
Aber ich meine, seht ihr ja nicht den großen gesellschaftlichen Mehrwert, zum Beispiel, dass das jetzt ganz gut ist, wenn man weiß, wem ein Kind zurechenbar ist und wer die Alimente zu zahlen hat und diese Sachen. Also naja, Moment, ein Kind wird ja immer noch von zwei Menschen gezeugt. Ja. Was nicht zwangsweise heißt, dass es die zwei Menschen sind, die es großziehen, aber ja. wer die biologischen Eltern sind, lässt sich mit ziemlicher Sicherheit feststellen. Das ändert ja nichts an dem Umstand, dass das nicht unbedingt die Menschen sind, die das Kind großziehen. Also meinst du sagen, dass der Vaterschaftstest die Monogamie gefällig gemacht hat? Nein, weil, also ich meine, vorher hat man halt nicht gewusst, wer tatsächlich der leibliche Vater ist, wenn es nicht der war. Die Unehrlichkeit hat die Monogamie obsolet gemacht. Die Unehrlichkeit? Ja, im Prinzip die meisten, das, was die Barbara gerade gemeint hat, die meisten monogamen Beziehungen sind auf eine gewisse Art und Weise nicht monogam. Und das, was also eine polygame... Sie sind gesellschaftlich schon viel weiter, nur sagen sie es nicht sozusagen. Nein, sie sind eben nicht weiter, weil sie eben nicht die Ehrlichkeit dahinter leben. Ach so, okay. Weil sie, also es wird eine... Sie sind zwar parallel, also haben mehrere Beziehungen auch sexueller Natur, aber stehen nicht dazu. Aber sozusagen. Es wird eine Fassade aufrechterhalten. Es gibt ja auch weit verbreitet, ist zum Beispiel, also womit ich immer wieder konfrontiert werde, ist die Meinung, dass es ja in Ordnung ist, zu betrügen, solange man so macht, dass niemand sein Gesicht verlieren muss. Ja? Okay. Was ja auch wieder irgendwie eine Übereinkunft ist, nicht monogam zu leben, aber man schaut halt weg. Und das ist ja, das ergibt halt einfach für mich zum Beispiel keinen Sinn, warum das besser sein soll. Weil, also ja, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, ja, ich muss mich nicht über das Bild in meinem Kopf hinwegsetzen, dass ich irgendwie jetzt zwangsweise die Einzige sein muss oder die wichtigste Person im Leben meines Partners, was ich ja immer noch sein kann, das sagt ja nichts, aber die Reihung ist halt, ist ja nicht zwangsweise notwendig. Und in dem Moment, wo ich mit meinem Partner jetzt sozusagen die ausgesprochene oder stillschweigende Übereinkunft habe, dass wir uns eh betrügen können, aber wir müssen es halt so machen, dass es der andere möglichst nicht merkt, was ja meiner Ansicht nach illusorisch ist in den meisten Fällen, außer man ist sehr gut darin, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, dass es einer nicht merken will, sozusagen. Ja, genau. Also wenn ich was nicht sehen will, okay, ja, aber wäre es nicht einfach schön, weil dann ist mir ja eh also, klar, dass mich mein... Für Ehrlichkeit. Ja, genau. Dann ist mir ja eh klar, dass mich mein Partner betrügt, aber ich schaue halt weg. Ja? Da denke ich mir, wenn ich es schon weiß, dann wäre es doch irgendwie einfach feiner für uns, wenn wir offen damit umgehen können, weil das ja... Also, das hat ja was mit Vertrauen zwischen Partnern zu tun. Also, wenn ich dich richtig verstehe, dieses gekünstelte Monogamsein, was dann ja, genau, eine Fassade auf die Ehrlichkeit in ja, der genau, Beziehung, genau. Du automatisch irgendwie unehrlich bist. Genau, weil du um den Preis der Vertrautheit und der Ehrlichkeit untereinander eine Fassade aufrechterhältst. Für wen? Dafür, dass es irgendwie gesellschaftlich okay ist, dafür, dass du dich nicht dafür rechtfertigen musst. Ich muss mich sowieso nicht rechtfertigen. Also ja, natürlich musst du dich ständig rechtfertigen, weil das halt irgendwie, das kann man ja nicht und das ist ja alles irgendwie komisch und krank und was weiß ich was. Also alles schon gehört. Aber im Endeffekt, warum soll ich mich dafür rechtfertigen, was ich mir mit meinem Partner ausmache? Und da ist mir doch lieber, ich habe die Ehrlichkeit in der Beziehung, als dass ich das irgendwie hinter einer Fassade anstelle, die mir nichts bringt. Mir ist es immer schon ein irgendwie etwas komisch vorgekommen, dass nur weil ich gerade mit einer Person zusammen bin und ich eine andere Person treffe, die ich interessant finde, dass ich dem nicht nachgehen darf, dass ich mich mit der Person nicht mehr auseinandersetzen darf, nur weil ich gerade einen Partner, eine Partnerin habe. Das ist irgendwie komplett gegen das, was einem eigentlich der Bauch und das Herz sagt. Und das, nur weil ich eine andere Person treffe, die ich auch interessant finde, heißt das nicht, dass ich die Person, mit der ich zusammen bin, plötzlich weniger liebe. Und gerade dieses Bestehen darauf, dass ich mich entscheiden muss, weil sonst die Beziehung zu Ende geht, die führt genau dazu, dass die Beziehungen zu Ende gehen. Und die führt genau dazu, dass eben eine Unehrlichkeit in den Beziehungen vorherrscht. Genau. Und die führt genau dazu, dass sich die Beziehungen ständig auseinanderleben, weil eben die Kommunikation fehlt. Ja, und genau das ist mir eben in der Beschäftigung mit der Polyamorie klar geworden, dass das auch sehr häufig eben das Problem in meinen vergangenen Beziehungen war, dass eben die fehlende Kommunikation nicht da war.
Weil du darfst dich mit der neuen Person, die du interessant findest, schon auseinandersetzen, aber du darfst es auf keinen Fall mit deinem Partner teilen, weil sonst ist die Beziehung, die du gerade hast, auf jeden Fall gefährdet. Zumindest gefährdet. Es gibt auf jeden Fall Drama, was ja völlig unnötig ist, weil wenn ich einen spannenden Menschen kennenlerne, dann will ich dem Menschen, mit dem ich mein Leben teile, sagen, hey, ich habe einen spannenden Menschen kennengelernt. Ja, das heißt ja noch nicht, dass ich, das hat ja nichts damit zu tun, das heißt ja nicht automatisch. Viele Menschen glauben, oder in vielen Beziehungen herrscht irgendwie so dieses System, wenn mein Partner jemanden anderen interessant findet, dann findet er mich nicht mehr interessant und dann läuft er mir als nächstes läuft er mir davon. Deswegen kann man nicht drüber sprechen und das ist ja, stimmt ja nicht. Ja? Nicht zwangsläufig zumindest, es sei denn, man hängt diesem Denkmuster an. Das heißt, in einer polyamoren Beziehung kann ich sagen, boah, da habe ich gestern einen kennengelernt, die schaut besser aus als du und viel charmanter. Und eigentlich habe ich von der letzte Nacht geträumt. Was sagst du dazu? Ich möchte unbedingt mit dir über meine Gefühle zu dir reden. Kommt das gut? Nein, das kommt wahrscheinlich nicht gut. Okay. Aber du musst ja nicht gleich uncharmant werden. Entschuldigung. Na, Sprichwort. Wo machen wir gerade? Du hast gemeint, du gehst heim zu deiner... Also ich, oder ich, zu einer deiner. Sag mal so, ich bin so trainiert durch langjährige monogame Beziehung, dass ich so Dinge nicht sage, auch wenn ich sie mir denke. Das ist einfach so. Ja. Ich möchte auch eine Beziehung haben und einen Frieden zu Hause. Nicht irgendwie blöd rüberkommen. Also mit dem Frieden ist vorbei, wenn du polyamorös bist. Nein, das darfst du nicht. Genau, wir streiten permanent. Das war jetzt gemein. Worauf wollte ich hinaus? Ja, natürlich gehst du nicht heim und sagst, da ist jetzt jemand, der gefällt mir viel besser als du oder der kann das viel besser als du. Oder sondern eigentlich, worüber wir uns wahrscheinlich bewusst geworden sind im Vergleich zu vielen, die nicht drüber nachdenken, ist, dass nicht jeder Mensch in deinem Leben oder nicht der eine Mensch in deinem Leben existieren kann oder wahrscheinlich nicht existieren kann, der alles erfüllt, was du an Bedürfnissen hast. Dass aber eine Person dich zum Beispiel, ich weiß nicht, glücklich macht und gut kocht und nie. Naja, glücklich machen ist eh schon der Überbegriff, aber dass du mit einer Person, keine Ahnung, nehmen wir die ganze Romantik Kultur und Beziehungen aus. Und Sport und genau, mit der einen Person kannst du cool auf Kultururlaub fahren, mit der anderen Person kann jemand vielleicht cool auf am Strand liegen Urlaub fahren, die nächste ist gut fürs ins Kino gehen. Die nächste Person ist gut, um technische Themen zu besprechen. Die nächste spielt gerne Brettspiele. Das, was die Gesellschaft von uns erwartet eigentlich, ist, dass wir eine Person finden, die das alles für uns erfüllen kann. Weil natürlich zum Beispiel du mit deiner Ehefrau die 2 Wochen Sommerurlaub im Jahr verbringen musst. Weil das... Sonst kommen die schiefen Fragen. Ne? Ja. Warum machst du das nicht? Anstatt, dass du vielleicht mit einer anderen lieben Person den Sommerurlaub verbringst, weil deine Ehefrau einfach nicht am Strand liegen will und sich zu Tode brennen unter der spanischen Sonne oder was auch immer. Und du kannst das schon auf mehrere Personen aufteilen, aber nur, wenn das alles strikt Freundschaften sind. Oder wenn du Pensionist oder Pensionistin bist. Ja. Witzigerweise. Das ist jetzt gemein, ihr tut es da eigentlich implizit älteren Leuten ansprechen. Nein, ich hab nur festgestellt, dass in der Gesellschaft das so ist, dass stell dir vor, wie das so abläuft. Ich meine, das ist jetzt auch überheblich ausgedrückt, als wüsste ich, wie es in einem Altersheim ist, aber denk an ältere Personen in deinem Umfeld, die du kennst. Die haben dann halt irgendwie eine Bridge-Partnerin oder haben jemanden, mit dem sie auf Busreisen durch Deutschland fahren oder und niemand schaut schief, wenn das nicht die eine Person ist, mit der diejenige wieder zusammenlebt. Das kommt in so eine Art gesellschaftliches Leo, wo es dann ein bisschen... Ja, das entspricht ja auch ein bisschen diesem Ding, dass es eben, was ich gerade gesagt habe, dass es, solange das irgendwie strikt als Freundschaft deklariert ist, also sprich, solange sexuelle Dinge keine Rolle spielen und das strikt verboten ist sozusagen, dann ist es okay, aber sobald das eine romantische Beziehung heißt, hat ja auch noch nicht zwangsläufig was mit Sex zu tun, aber das ist halt so das Klischee, oder? Und ich glaube, ab einem gewissen Alter ist dieser Generalverdacht einfach, da ist das dann gesellschaftlich nicht mehr, da wird dieser Generalverdacht fallen gelassen und damit ist es dann auch wieder okay. Ist ja auch wieder ein blinder Fleck in unserer Gesellschaft, dass alte Menschen haben keinen Sex und keine sexuellen Beziehungen, deswegen automatisch sind alle Beziehungen, die sie haben, einfach nur... Wenn überhaupt romantisch, dann halt so, oh, Herzchen romantisch, Händchen halten romantisch. Und dann ist es wieder okay, wenn man mit der einen Person Bridge spielt und mit der anderen auf Busreisen geht.
Nein, okay. Genau dieser Punkt. Also noch einmal, also ich frage es anders, weil du sagst, na okay, ich kriege nicht eine Person, die halt sozusagen alle meine Wünsche, genau, da die für alle meine Lebenslagen kompatibel ist. Und ich habe nicht das Gefühl, das ist halt der Preis, dass du mit wem zusammen bist, sozusagen, dass du beim Heiraten spätestens dann halt auf so und so viel verzichtest, weil du kannst na, nur ja, aber muss Person das sein? Heiraten. Nein, das ist so der gesellschaftliche Konsens. Das ist ja logisch, genau, dass wenn du heiratest, richtig, dass dann eben nicht mehr nach der Hochzeit ständig ja, aber links und rechts schielst, sondern halt dich einmal und freust an dem, was du hast. Ne? Und das ist der Punkt. Die Gesellschaft hat uns das irgendwie so vermittelt von Anfang an. Und das ist so, wie wir uns die Beziehungen... Ihr stellt sich eine richtige Infrage in einem praktisch ungeschriebenen gesellschaftlichen Kontext. Oder ist ja festgeschrieben durch diverse... Naja. Wir eigentlich in einem gewissen Sinn erweitern wir nur das, was allgemein so gilt. Weil ich kann ja zum Beispiel jederzeit mit meinen männlichen Freunden ins Kino gehen und mir Splatterfilme anschauen. Weil das, also da ist eigentlich... Nicht in sie verliebst oder sexuelle Beziehungen mit ihnen. Naja, aber das kann ich ja sowieso nicht, weil ich bin ein Mann und die anderen, meine Freunde, sind auch Männer und das geht sowieso nicht rein in der Gesellschaft. Aber prinzipiell ja, ist das ja okay. Das ist spätestens wie mit den älteren Personen, wo man auch nicht annimmt, dass was passieren könnte, ist es genauso zwischen also gleichgeschlechtlichen Personen. Wo du spätestens dann ein Problem kriegst, ist, wenn du dich mal als bisexuell geoutet hast, weil dann darfst du eigentlich mit niemandem mehr Freundschaften pflegen, weil du ja sowieso ständig unter Verdacht bist, dass es ja sowieso überall nur um sexuelle Beziehungen geht. Und was ist mit dem Thema Eifersucht? Ich meine, spielt das nicht automatisch eine Rolle? Selbst wenn ich, also zwei Sachen sind mir nicht ganz klar. Einerseits, was ihr beschreibt, da müssen ja beide mitspielen und das, glaube ich, hat auch wieder einen ganz neuen Level von Unehrlichkeit. Nicht nur beide, sondern alle involvierten Personen. Alle, genau, aber zumindest, ja, okay. Aber sagen wir, die zwei in einer etwas längeren Partnerschaft müssen ja beide voll okay sein, dass sozusagen die Beziehung eher offen ist. Man könnte bei jeder von deinen Fragen an 5 Punkten ansetzen. Aber ja. Bitte, du. Nein, das führt vom Hundertsten ins Tausendste, aber wieso führt das zu einer anderen Art von Unehrlichkeit, wenn beide... Naja, ich denke mal jetzt, wenn der eine, sagen wir es mal so, mehr daran interessiert ist, die Beziehung am Leben zu erhalten als der andere, dann wird er eher mehr Kompromisse machen und sagen, ja, das passt schon und so. So sehe ich das ein bisschen. Das ist... Weil davor einer ist sehr attraktiv und sehr hat viele Freunde und der andere eher nicht. Das ist mir so da gemütlich, ich möchte zu Hause einen Nisbaum-Typ. Ja, aber wieso denkst du, dass die Partnerschaft dann auf einem guten Level steht, wenn man versucht, den Partner bzw. die Partnerin einzuengen und dementsprechend einzusperren, nur um diese Scheinwelt der Beziehung aufrechtzuerhalten? Das wird nicht auf lange Sicht funktionieren. Du meinst, die Partnerschaft ist dann von vornherein zum Scheitern richtig verurteilt, ob das jetzt... Du möchtest doch mit jemandem zusammen sein, der sein Leben mit dir verbringen möchte und nicht nur da ist, weil du ihm sozusagen die Karotte hinhältst oder ihm etwas vorgaukelst, was er, oder ihm etwas bietest, was er halt möchte und deswegen verzichtet er auf andere Dinge. Also, oder du musst ihm irgendwie etwas vorgaukeln, damit er glaubt, dass er da sein will oder was so, oder er bleibt irgendwie aus einer Art von Verpflichtung heraus. Also für mich klingt das ein bisschen wie kleine, sehr verwöhnte Kinder, die sagen, ich möchte alles haben. Ich möchte nichts verzichten müssen. Aber ich bin halt, wie soll ich sagen, jetzt so in dem Mindset groß geworden, dass man halt ab und zu auch was auf verzichten muss, wenn du was haben willst. Warum, nicht, dass das jetzt gut ist. Oder so. Warum ist das schlecht, auf nichts verzichten zu wollen? Ich denke, es ist halt relativ unrealistisch also, in vielen Gebieten des Lebens. Sicherlich. Aber auf... Ich habe sicher mal verwöhnte Kinder gehabt. Ich will gleichzeitig essen und spielen und singen. Ja, es und gibt Dinge, die... Und dann musst du dann halt sagen, naja... Du hast es ja vorher schon erwähnt. Du verzichtest zugunsten irgendetwas anderen. Keine Ahnung, was du vorher gemeint hast, damit der Haussegen nicht schief hängt oder sowas. Verzichtest du auf? Ja, auf blöde Kommentare jetzt zum Beispiel. Na klar. Also prinzipiell verzichtest... Oder prinzipiell ist ja nicht der Wunsch da, alles haben zu wollen, sondern das ist natürlich eingeschränkt auf ein vernünftiges Maß. Eh immer. Das betrifft auch das Autofahren. Ja, du darfst auch nicht in der Stadt 130 fahren. Du verzichtest. Ich will aber. Du willst nicht wirklich. Die Stadt schränkt mich ein. Du willst nicht wirklich. Aber jedenfalls, du wägst das natürlich ab gegeneinander.
Jetzt ist nur die Frage... Das heißt, auch in einer offenen Beziehung wege ich ab, wie offen ich sein will. Du musst immer auf irgendetwas verzichten, wenn du dich für etwas entscheidest. Weil du verzichtest immer auf alle anderen Möglichkeiten. Wenn du dich für eine offene Beziehung entscheidest, also du meinst, entscheidest du dich Zeit, ja auch wenn gegen... Wenn ich einen Tag mit wem verbringe, habe ich mich entschieden, dass ich den Tag nicht mit anderen verbringe. Dein Zeitbudget sozusagen. Auch das, aber auch, wenn du in einer offenen Beziehung lebst, egal in welcher Form, dann verzichtest du ja gleichzeitig auch eben auf diese auf dieses gesellschaftlich konforme Familiending, was ja auch Menschen glücklich macht, ja, das ist oder zumindest leben genug Menschen, die damit gut klarkommen, für die das total gut ist, die sich anders nicht vorstellen können, weil ihnen das viel zu anstrengend wäre, ja. Das heißt ja nicht, dass du auf nichts verzichtest. Es gibt ja Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, aber solange sich Dinge nicht gegenseitig ausschließen, ist es ja nicht zwingend notwendig, auf eins von beiden zu verzichten. Wenn alle Beteiligten mitspielen. Richtig. Das setzt natürlich voraus, dass es... Wenn, es geht nicht darum, dass alle Beteiligten mitspielen in dem Sinn, sondern es geht darum, dass du Rücksicht auf alle Beteiligten nimmst. Ja, aber so wie du in einer Zweierbeziehung Rücksicht auf deinen Partner nimmst, musst du halt in einer nicht monogamen Beziehung Rücksicht auf alle deine Partner und unter Umständen sogar auf deren Partner nehmen. Aber wird dadurch das Leben nicht einigermaßen komplizierter? Das komplexer. Kann man durchaus, ja, das kann man durchaus so sehen. Wenn ich schon mit einer monogamen Beziehung sehr gefordert bin. Dann solltest du vielleicht drüber nachdenken, nicht gleich ins tiefe Ende vom Swimmingpool zu springen, sondern erst einmal daran arbeiten, dass du, ich weiß nicht, deine Kommunikationsskills verbesserst und besser darauf Rücksicht nimmst, was dein Partner oder deine Partnerin will. Nein, das nicht. Es braucht eine gewisse Art von Zeitmanagement. Okay, ja. Weil die Zeit ist nun mal der limitierende Faktor. Das Herz ist, die Liebe ist mehr oder weniger unendlich, aber die Zeit ist der limitierende Faktor. Und weil du vorher die Eifersucht angesprochen hast, man hat auch nicht immer, auch in einer monogamen Beziehung, hat man nicht immer die Zeit 24/7 für den Partner, für die Partnerin da zu sein und denen in der Zeit, wo man nicht für sie da sein kann, das Glück zu verwehren, ist irgendwie, ich freue mich ja, wenn es meinem Partner, meiner Partnerin gut geht und warum soll ich ihnen die Freude verwehren? Nur weil es halt mit einer anderen Person dementsprechend Freude haben können, wenn ich nicht da bin oder auch verschiedene Bedürfnisse. In Partnerschaften gibt es oft auch verschiedene Bedürfnisse und wenn ich nicht alle Bedürfnisse für meinen Partner, für meine Partnerin erfüllen kann und es wer andere kann und sie dadurch glücklich sind und dadurch auch unsere Beziehung besser funktioniert, warum soll ich da dagegen sein? Aber hast du nie eine Situation, oder wo zum Beispiel du dann das Gefühl hast, eigentlich toleriere ich immer alles oder ich mache viel mehr für den, als der für mich tut? So in die Richtung. Eigentlich nicht wirklich. Oder glaubst du nicht, dass ein Unterschied ist, ob jemand sich amüsiert mit seiner Spielzeugeisenbahn und hat deshalb keine Zeit für mich oder halt mit einer anderen Person? Weil, also es kommt drauf an, geht es mir schlecht damit? Ist es etwas, das ich toleriere, obwohl es mir schlecht damit geht, zu dem anderen zu Liebe sozusagen, ja? Oder kann ich mich freuen? Also ich habe schon die Situation, wenn jetzt ein Partner sich mit jemand anderem trifft, zum Beispiel sich mit einer anderen Frau trifft, die mich eigentlich als Konkurrenz sieht. Mhm. Und wo ich das Gefühl, wo vielleicht auch nur das Gefühl habe, dass diese Person aktiv gegen mich arbeitet. Oder dann vielleicht einfach nur unsympathisch ist, kann ja verschiedenste Gründe haben. Ja, relativ unwahrscheinlich, dass jemand, mit dem ich sehr auf einer Wellenlänge schwimme, wirklich jemanden wirklich toll findet, mit dem ich gar nicht kann. Ja, also, das klingt ja nach sozialer Zensur. Nee, aber ja, also es kann durchaus sein, dass mein Partner jetzt oder ein Partner jemanden kennenlernt, den er toll findet, die ihn toll findet vielleicht, die aber jetzt mit dem ganzen Polykonzept überhaupt nichts anfangen kann und mit ihm zusammen sein möchte, aber ihn für sich alleine haben. Natürlich werde ich damit... Ich deine polygame Beziehung sprengen. Und genau, genau. Natürlich werde ich damit ein Problem haben. Ja? Natürlich werde ich dann nicht begeistert sein. Andererseits, wenn das Bedürfnis dieses Partners ist, sich auf diese Beziehung einzulassen und das ist ihm wichtiger, das ist immer wieder wichtiger, dann soll ich ihn zurückhalten? Man könnte böse sagen, du hast eh noch andere. Viele. Naja,
selbst wenn es mein einziger Partner, selbst wenn ich in einer monogamen Beziehung bin und mein Partner betrügt mich und möchte lieber mit dieser anderen Person leben, also was habe ich dann davon, wenn ich ihn dazu zwinge, bei mir zu bleiben, wenn er das gar nicht möchte? Dass ich mit jemandem lebe, der nicht mit mir leben möchte und mich das wahrscheinlich auch spüren lässt? Dass ihr da von einem relativ verwöhnten Standpunkt aussprecht, weil ihr seid alle, es steht sozusagen auf eigenen Beinen und habt es nicht nötig, zur sozialen Absicherung mit wem zu leben. Aber viele Leute haben das nicht. Ich meine, stell dir vor, ihr habt einen gemeinsamen Bauernhof oder irgendein anderes Beispiel, wo du das halt einfach nicht so leisten kannst. Oder auch wirtschaftliche Sachzwänge dahinter stehen. Aber du eine Familie hast und Kinder. Aber das, was du beschreibst, ist ja in der Realität auch oft Grund dafür, dass eine Person in einer totalen Abhängigkeit wo bleibt, wo sie weder glücklich ist, noch selbstbestimmt sein kann jemals. Ich meine, du beschreibst gerade... sagt, das gehört so. Ja, und du beschreibst aber gerade eine Gesellschaft, die, keine Ahnung, Frauen in die de facto unglückliche Sklaverei zwängt, weil sie einfach einmal einen Landwirten geheiratet haben und alles, was sie davon hätten auszuziehen, wäre totale Armut und ausgestoßen sein aus ihrer Gemeinschaft. Nein, ich möchte eigentlich eher darauf hinspielen, dass vielleicht das monogame Gesellschaftsmodell, das es gibt, halt auch eben aus diesen Gründen entstanden ist. Oder? Ja, so, ist sicher, aber das monogame Gesellschaftsmodell, wie du es beschreibst, lebt davon, dass Leute unterdrückt werden und eben nicht das tun können, was sie glücklich macht. Oder zumindest nicht dort raus können, wo sie unglücklich sind. Und glaubt ihr, dass es Leute gibt, die in einer monogamen Beziehung glücklich sind? Oder schaut ihr so auf dich runter und sagt, ha, ihr Hundesreifen? Na, natürlich können Leute in monogamen Beziehungen glücklich sein. Ich glaube, das ist ein Bestandteil von dem Ganzen, auf niemanden runterzuschauen. Ja, absolut. Ich liebe meinen Onkel und meine Tante, die seit ich auf die Welt gekommen bin, zusammenleben und glücklich sind. Und sie waren für mich immer auch das Inbild einer glücklichen Partnerschaft, Beziehung und das Ideal davon. Aber das heißt nicht notwendigerweise, dass es genau das ist, was für mich das Richtige oder was für mein Herz, für mein Gefühl ist. Und das heißt auch nicht notwendigerweise, dass das monogame Element an dieser Beziehung das ist, was die Beziehung glücklich macht, oder? Genau. Das heißt, die könnten jetzt theoretisch auch beide Poly gewesen sein, aber haben sich halt gut gefunden und das passt dann auch so. Ja, wichtig ist, dass es passt. Ja. Und ganz allgemein glaubt ihr einfach so gesellschaftskritikmäßig, dass die ganzen Leute, die sozusagen jetzt, wie ich sozusagen jetzt dem monogamen Lebensbild da alternativlos hinterherhecheln und das versuchen zu erfüllen, dass die einfach zu wenig nachgedacht haben über ihre Sachen und dass in denen wahrscheinlich eh sozusagen der Wunsch nach anderen Sachen so würde ich steht. Das nicht ausdrücken. Oder glaubst du, das ist einfach nur manche haben es und manche nicht? Du kannst sicher, egal was dabei hinten rauskommt, ob du dann erst recht monogam bist und an das glaubst. Oder ob du auf unsere Seite kommst und polygam lebst. Oder ich komme zu euch. Ob du am Schluss drauf lebst, dass du überhaupt nur als Einzelperson durchs Leben wandern ist willst. Das und Ego? Hauptsächlich sich selber liebt. Aber ich würde es halt so formulieren, dass jeder Mensch von den, sagen wir, Techniken profitieren könnte, die wir uns angeeignet haben, antrainieren müssen, die wir lernen müssen, wenn man. Soziale Skills, also drüber reden. Ja, du stellst es immer so hin, als wäre es besser oder das einzigartige oder als würden wir das vergleichen. Aber es geht einfach nur darum, dass wir miteinander reden und dass wir unsere Bedürfnisse ausdrücken und dass wir aushandeln, wie wir gegenseitig unsere Bedürfnisse erfüllen und dass wir daran arbeiten, dass alle, mit denen wir eine Beziehung direkt oder indirekt haben, das bekommen, was sie wollen, in dem Rahmen, wie es machbar ist. Und das heißt auch, dass wir Leute loslassen können. Das heißt, dass Leute uns davonlaufen können und dass das auch okay sein muss, auch wenn es weh tut. Und das, wenn du dir das so anhörst, das sind alles Skills, die natürlich monogamen Leuten genauso gut tun würden. Hauptsächlich das Reden natürlich. Das ist genau das, was ich vorher erwähnt habe. In der Beschäftigung mit Polyamorie bin ich draufgekommen, was bei mir in vielen monogamen Beziehungen davor eben sehr stark gefehlt hat. Und das ist die Offenheit und die Kommunikation über Gefühle reden. Es ist sehr häufig in monogamen Beziehungen so, dass man halt irgendwann nach einer gewissen Zeit irgendwie nebeneinander herlebt und nicht mehr miteinander redet oder teilweise sogar Kommunikation bewusst abblockt, um nicht über Gefühle reden zu müssen. Aber genau dieses Reden über Gefühle macht zumindest für mich eine polyamore Beziehung oder
ab jetzt auch jede Art von Beziehung, auch wenn sie monogam ist, um ein Vielfaches wertvoller, weil ich eben die Möglichkeit dadurch gefunden habe und es realisiert habe, dass eben die Kommunikation das Wichtige dran ist. Es ist halt auch so, dass du dir in einer monogamen Beziehung viele Dinge nicht ausmachen musst, zwangsweise, weil du halt von gesellschaftlichen Normen ausgehen kannst und du verlässt dich auf manche Dinge, was dann oft zu Fehlkommunikation oder Nichtkommunikation führt, weil das halt dann doch oft nicht so ist, dass sich beide wirklich dasselbe vorgestellt haben, bei dem, wo sie nicht drüber gesprochen haben. Ja. Und wenn du dich halt außerhalb dieser gesellschaftlichen Normen bewegst mit deinem Beziehungsmodell, dann bist du einfach sehr schnell gezwungen, über viele Dinge einfach konkret zu sprechen. Was natürlich oft hilft, ja. Also, oder immer hilft eigentlich. Weil in dem Moment, wo du über etwas sprichst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide vom selben sprechen, schon mal größer, als wenn man nicht davon spricht, ja. Und gibt es sozusagen auch polygame Beziehungen, wo dann halt die Leute so nebeneinander herleben oder wo sich das Ganze so ein bisschen in ein Nebeneinander verwandelt? Oder ist das da die Gefahr eher geringer? Es fliegt dir halt wahrscheinlich schneller um die Ohren. Weil du darüber redest? Oder? Nein, weil einfach das Dramapotenzial wesentlich oder das Konfliktpotenzial größer ist. Du hast das vorhin schon erwähnt, Eifersucht. Ja. Und das hört sich immer so an, oder viele Leute gehen davon aus, dass wir jetzt plötzlich nicht mehr eifersüchtig sind. Obwohl Eifersucht auch so ein kompliziertes Gefühl gibt, dass es wahrscheinlich gar nicht gibt. Genau, das ist der Punkt. Aber viele Leute glauben, wir haben jetzt plötzlich die Eifersucht abgeschafft. Und es gibt sogar viele Leute, die in irgendeiner Art von monogamer Lebensart unterwegs sind, die sich selber aufzwingen, dass sie nicht mehr eifersüchtig sein dürfen. Die glauben, dass irgendwas mit ihnen falsch ist, wenn sie eifersüchtig sind. Aber nein, ganz und gar nicht der Fall. Du kannst durchaus nach wie vor eifersüchtig sein. Und jetzt zu der Frage zurück, ob nicht wir oder polyamoröse Leute auch anfangen können, nebeneinander herzuleben und nicht mehr miteinander zu kommunizieren. Klar kann das passieren, nur weil du dir jetzt da dieses Konzept auf die Stirn stempelst, heißt das nicht, dass du plötzlich besser bist im Kommunizieren oder so. Oder immun gegen irgendwelche Fehler. Und dann sind natürlich so Sachen wie Eifersucht, die halt früher oder später passieren, Auslöser für Drama. Und das ist der Punkt, warum es dann wahrscheinlich auffallen wird. Weil in einer Zweierbeziehung, wenn die Leute nicht mehr miteinander reden, dann können sie halt nebeneinander weiter vegetieren und dann kann eine Person sich zum Beispiel jemanden, dann kann eine Person sich jemanden finden, mit der sie, eine andere Person, mit der sie fremd geht, und dann kann die Partnerin wegschauen. Und das funktioniert einfach so lange, bis es nicht mehr funktioniert, oder meistens halt, bis die Beziehung erfolgreich damit endet, dass einer der Partner stirbt. Ist ja auch ein komisches Konzept in unserer Gesellschaft. Naja, du nickst da gerade irgendwie so, als wäre das ein herber Gedanke. Aber überleg dir das, in unserer Gesellschaft werden erfolgreiche Beziehungen darüber definiert, dass einer der Partner stirbt. Jedenfalls, das geht halt irgendwie unter Anführungszeichen gut, aber in einer polyamorösen Beziehung wird das wohl nicht gut gehen, weil die Eifersucht auftaucht. Und dann kann man das nicht mehr verstecken und verschweigen, zumindest wenn nicht. Ich meine, da müssten dann schon alle Personen mitspielen, die beteiligt sind, insofern. Jetzt nehme ich an, ihr habt alle auch Freunde, die in monogamen Beziehungen leben. Und wenn ihr es so vergleicht. Weniger und weniger. Wenn ihr es so vergleicht, findet ihr, ihr verbringt einen wesentlich größeren Energie- und Lebens- und Zeitanteil mit über Beziehung reden. Also ist das sozusagen, habt ihr höhere Maintenance-Kosten für eure Beziehung als jetzt die monogamen? Oder? Sicher. Sicher. Ich glaube, es ist einfach nur anders. Ja. Es ist intensiver und dadurch vielleicht gar nicht so viel länger. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so direkt sagen. Also, ich hab erlebt, wie das ist in einer Zweierbeziehung, wo man nicht über solche Dinge redet. Und klar, da war es weniger. Hast du Zeit gehabt für andere Hobbys? Oder? Naja, sicherlich. Einfach, keine Ahnung, vom Computer sitzen, 2 Stunden länger oder 2 Stunden, nachdem die Freundin schon ins Bett gegangen ist, und dann halt auch schlafen gehen. Ohne dass man über irgendwas geredet hat, und am nächsten Tag aufstehen und eigentlich wieder alles ignorieren, weil beide müssen aufstehen und aus dem Haus. Und am Abend wieder dieselbe Geschichte, ne? Man sitzt vom Fernseher und ja, klar. Ja, wobei sich eben dann die Frage stellt, warum
lebt man gemeinsam, wenn man halt, ja, man liegt immer an einem Bett, ist wärmer. Das ist aber irgendwie auch traurig als Konzept, wenn es dann irgendwann auf das hinausläuft, oder? Aber man kann mehr Zeit auf andere, ja, sinnlosere Dinge verschwenden. Also wenn du mehr Zeit für sinnlosere Dinge hast, hast du dich da sozusagen besser gefühlt? Oder? Nein, natürlich nicht. Nicht. Also auch mit dem höheren Energieaufwand, den du in die Beziehung steckst und stecken musst, weil sie halt anstrengender ist sozusagen oder wartungsintensiver, findest du, es geht da besser? Ja, klar. Ja, weil ja auch Probleme ignorieren Kraft kostet. Mhm. Also wenn ich in einer Beziehung lebe, in der ich nicht glücklich bin, die mich aber eigentlich gesellschaftlich Normen folgend davon abhält, jetzt anderen Menschen nahe zu kommen, weil das ja Betrug, also ich meine, ich kann einen Seitensprung machen, ja, aber dann muss ich ja auch, wenn ich in dieser Beziehung bleibe, die Probleme aktiv ignorieren, ja, weil die sind ja da, ich muss mich ja irgendwie dagegen abschirmen, weil ich kann das ja nicht ständig an mich ranlassen, sonst muss ich mich ja ständig damit konfrontieren, dass ich unglücklich bin, das kostet auch unglaublich viel Energie. Na okay. Dankeschön für diese Aufklärung. Wenn man sich für Polyamorie interessiert, welche Anfängerwebseite besucht man da am besten? Schwierig. Es gibt die Webseite polyamory.at. Mhm. Es gibt da regelmäßig auch Treffen in diversen Lokalen. Es ist demnächst eins, ich glaube am 25. September. Das ist offen für Fremde? Offen für Leute, die sich dafür interessieren. Es gibt einen ganz netten Webcomic, heißt Kimchi Cuddles, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und der Kimchi Cuddles. Ich schicke dir den Link. Okay. Und das finde ich ganz nett, das empfehle ich gern Leuten, weil es sich auf eine sehr witzige, erfrischende Weise mit dem Thema sehr niederschwellig auseinandersetzt und man einfach sehr deutlich in kurzen Comic-Episoden einfach merkt, dass die Probleme in Beziehungen einfach immer dieselben sind. Das ist nur die Frage, wie viele Menschen beteiligt sind und welche Menschen. Und ja, das fand ich sehr hilfreich. Und für die geneigten Hörer und Hörerinnen, die nicht gleich sich in ein soziales Umfeld stürzen wollen und auf ein Polyamory-Treffen gehen wollen, was ich durchaus gut verstehen kann, es gibt noch einen Podcast, der recht gut ist und seit einigen Jahren regelmäßig ausgestrahlt wird, der nennt sich Polyamory Weekly. Ist leider auf Englisch, aber behandelt viele verschiedene Themen rund um das Thema Polyamory aus der Sicht von Anfängern wie Fortgeschrittenen und ist immer sehr darauf bedacht, alle Winkel auszuleuchten und so weiter und so fort. Kann man auf der Webseite vielleicht einmal, keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, genau, es gibt ein Best-of oder so, da gibt's eine Handvoll von Folgen, die man sich anhören kann. Und das andere ist, falls jemand wirklich interessiert ist an dem Thema, vielleicht auch um seine monogame Beziehung zu verbessern durch verbesserte Kommunikationsskills, gibt es ein paar Bücher und unter anderem empfehlenswert, mehr oder minder empfehlenswert ist die Ethical Slut. Entschuldigung. Die Ethical Slut. Okay. Also die ethische Schlampe, so ungefähr übersetzt. Kann man durchgehen, man muss ein bisschen aufpassen, es ist natürlich ein bisschen aus Sicht von Amerikanern geschrieben. Es ist natürlich ein bisschen aus der Sicht von, wie soll ich sagen, Alt-Hippies geschrieben und so weiter und so fort. Aber man kann durchaus, wenn man sich dessen bewusst ist, einiges an Tipps und Tricks und Skills daraus ziehen. Und in dem Zusammenhang darf man natürlich nicht vergessen, dass nicht eine polyamore Beziehung ist wie die andere. Also es definiert jeder für sich selbst, wie man es lebt. Es gibt komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Also nur weil in diesem Buch zum Beispiel gewisse Sichtweisen präferiert sind, heißt das nicht, dass es die einzigen sind. Und wenn man grundsätzlich einfach mal so ein bisschen dieses monogame Nuclear Family Prinzip hinterfragt,
sehen möchte, kann ich noch ein anderes Buch empfehlen, das sich eigentlich mit Wirtschaft, aber auch mit der Geschichte des Sex und der Geschichte des Zusammenlebens auseinandersetzt. Das ist Sex at Dawn. Sex at Dawn. Okay. Wo einfach hauptsächlich mal diese ganzen Modelle hinterfragt werden und auch hinterfragt wird, was so vor 200, 300 Jahren die Forschung halt geglaubt hat, herausgefunden zu haben über unsere Vorfahren. Das einfach sehr stark hinterfragt, wie sehr vieles von dem, was damals so geforscht wurde, einfach viel mehr über die Zeit aussagt, in der es geforscht wurde. Und sich auch sehr, sehr viel hinterfragt, Experimente oder Forschung, die an Affen betrieben wurde, Verhaltensforschung. Einfach sehr viele Fragen auf. Es ist auch recht amerikanisch und auch sehr ein bisschen so, ja, alles mit Vorsicht zu genießen, aber einfach nur um Denkmodelle mal aufzubrechen, sehr spannend. Anthropologische Aufarbeitung des Themas auch. Eine allerletzte Frage habe ich jetzt noch, die sicher alle Biertaucher Podcast-Hörer enorm betrifft. Wenn man jetzt sozusagen ins Polyamore hineintendiert und man hat aber gleichzeitig konservative Ansichten, also ein ÖVP-Parteibuch, ist das noch kompatibel oder wird man dann automatisch Kommunist? Drei falsche Dichotomien in einem Satz. Kann man noch Katholik bleiben? Nein. Die katholische Kirche, so wie sie von der römisch-katholischen Kirche gelebt wird, ist sowieso mit sehr, sehr vielen unvereinbar, was viele Leute, die den Biertaucher-Podcast generell hören, schon prinzipiell eigentlich ablehnen sollten. Die katholische Kirche steht doch einfach für Unehrlichkeit im höchsten Maße, oder? Also, das ist doch dieses... Und vor allem das Grundparadigma der katholischen Kirche, die Nächstenliebe, lebt sie ja nicht mal selbst. Okay. Also, lassen wir es anders formuliert, kann man konservative Ansichten haben, weil ich, also nach den letzten Wahlen haben das ja doch circa die Hälfte von Österreich hat irgendwie konservative Ansichten. Sind die von vornherein ausgeschlossen vom Polyamor sein? Ja, aber oder? Das, was da als konservative Ansichten definiert wird, ist eh wieder reine Definitionssache. Ja, definiere konservativ. Für mich sind das halt die typischen Leute, die jetzt so die Parteien wählen, die an der Macht sind. Ja, aber die Frage ist, wie lange sind die an der Macht? Nein, ich meine, da musst du ein gewisses Mindset haben, dass du das gut findest. Ja, und das Mindset ist aber meistens, ich bin gegen alles, was ich nicht kenne. Und von da kannst du leicht extrapolieren, was die über Polyamorie denken oder was sie umgekehrt über ihr altes Mindset denken würden, wenn sie sich da reinfinden würden in die Polyamorie. Nein, mir geht es jetzt eher nur darum, um rauszufinden, ob das sozusagen, ob das eine Lebenslifestyle ist sozusagen, der mit, also in dem alle politischen Spektren vertreten sind oder ob das schon mal gewisse Tendenz hat. Man muss sich mit gewissen Gedankenmustern auseinandersetzen und zwar intensiver auseinandersetzen und halt auch hinterfragen, ob sie in das Schema hineinpassen für einen. Und da denke ich, das, was landläufig unter konservativ verstanden wird, hat da gewisses Konfliktpotenzial. Ich glaube, das Wichtigste an deiner Frage, was das Problem an der Frage ist, ist Parteibuch. Weil ich glaube, wenn du über solche Dinge nachdenkst, denkst du über andere Dinge nach und wenn du über alle möglichen Dinge nachdenkst, hörst du auf, an eine bestimmte Partei zu denken, sondern dann wählst du nach dem, was dich am besten vertritt oder vielleicht so, wie du dich am besten vertreten fühlst oder vielleicht überhaupt nicht mehr oder ungültig oder was auch immer, aber das ist der Punkt, Parteibuch oder an ein vorgegebenes Konzept, wie du zu leben hast, zu glauben, ist dann, glaube ich, obsolet. Würde ich hinterfragen, ob nicht Menschen, die sich sehr stark in diese Richtung interessieren und informieren und das Leben auch in anderen Bereichen sehr stark in etwas engagiert sind. Also unter Umständen vielleicht sogar bei einer Partei engagieren. Das sind dann die Leute, die entweder die Partei umkrempeln oder austreten. Das ist genau, was ich meine. Ja, aber es gibt halt auch die versuchen es umzukrempeln. Ja, die Grünen waren früher eine konservative Partei. Das ist genau, was ich meine. Zum Beispiel die ÖVP steht sehr stark für die Stärkung der Wirtschaft. Und wenn jetzt jemand selbstständig ist, macht es für die Person vielleicht sogar Sinn, sich irgendwie für die ÖVP zu interessieren?
Widerspreche jetzt als Selbstständiger. Okay. Ich glaube, das hat jetzt nicht auf Klein- und Kleinstunternehmen abgezielt. Ja. Nicht so direkt. Ja. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man sich einer Partei näher fühlt, und die ÖVP steht nicht nur für christlich, katholisch, konservatives, sondern auch für diverse andere Dinge. Okay. Aber mit der Frage, stellst du irgendwie in den Raum, dass die Leute sehr intensiv drüber nachdenken, warum sie eine gewisse Partei wählen? Und da stelle ich dann wieder etwas in Frage. Okay, dann danke ich sehr für dieses sehr erhellende Gespräch. Falls jetzt noch Hörer da sind und ihr noch nicht alle verschreckt haben, nächsten Dienstag wieder um 19.30 Uhr bei Schönwetter im alten AKH Innenhof 2 bei Schirchwetter in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 1070 Wien. Bitte mitkommen, hinkommen und gleich selber mitleben. Vielen Dank, Bob. Baba. Barbara. Tschüss. Und schönen Abend. Und was? Jetzt müssen wir diesen Knopf finden. So. 1:12, ja, passt. Ja, ja, minus 3 Minuten sinnlose Diskussion. Ja, gut, die werden wir rausschneiden. Das wäre das erste Mal, dass du was rausschneidest. Ja, aber das ist okay. Ja, es tut mir leid,